Ja, hallihallo meine lieben Leute, da sind wir dann auch schon wieder bei einer weiteren illustren Runde Slenders Wuddedededes. Letztes Mal haben wir aufgehört, da waren wir im gruseligen Keller und da haben wir irgendwie den Hammer aufgenommen oder sowas. Und jetzt muss ich irgendwie zur Sawmill kommen, zur Sägemühle. Und ich hoffe, das klappt auch. Ich habe auch gesehen, dass man im Video selbst auch diese komischen Rastermuster sieht. Das ist total strange. Die sehen total komisch aus. Warum blitzt denn das hier so? Ist der Schlendermeier hinter mir her? Ich hoffe doch mal nicht. Wo ist denn diese scheiß Sägemühle eigentlich? Ich habe keinen Plan. Irgendwas zischt hier. Ach, guck mal, hier liegt Müll. Oho, und ein verrostetes altes Auto. Hier liegen Batterien. Jawollskin. Ist doch alles schon mal schnieke, aber ich will zur Sägemühle. Und ich habe keinen Plan, wie ich da hinkommen soll, Mann. Muss ich hier bitte quer durch den dunklen, bösen Wald rennen? Was ist das denn? Ein Anhänger. Da ist nichts drin. Das ist ja schade, nicht? Ah! Hab grad runtergeschluckt, da kann er doch nicht kommen. Jetzt habe ich mich fast verschluckt an mir selbst. Continue, ja. What the fuck? Wo kam der denn her? Ich klinge irgendwie ein bisschen erkältet, kann das sein? Ja, meine Nase ist nur ganz leicht zu. Ich hab morgens immer so eine extrem komische, extrem trockene Trockennase. Es raschelt. Alter Schwede. Mann. Wo kam der denn auf einmal her? Dieses alte Lumpengesicht. Da! Die Sawmill, da habe ich sie doch. Jawollo, liebe Leute. Endlich bin ich da. Und ich wurschtel mich durch, kann hier aber nicht viel machen. Wie, das ist die Sommel? Aber hier ist doch nichts. Oh, wo kommt der denn her, Mann? Du alte Sackpuppe! Mann, was soll denn das? Ich war doch gerade bei der Sommel. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich da hinkommen soll. Ich verlaufe mich doch im Dunkeln. Du Eierhals. Wieso kann der denn nicht so weit rennen? Alter, was ist das denn für ein Typ? Hat der Holzbeine oder was? Guck mal, zickzack, zickzack. Der hüpft nur ein bisschen auf und ab und dann... Oh. Wo denn? Du Eiergesicht. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Penner. Das ist total dumm. Deswegen hasse ich diese Slender-Kacke. Weil er einfach mal so, ohne dass man was machen kann, einfach hinter einem steht. Wisst ihr? Da dreht mal auf. Ich folge jetzt einfach wieder diesem Weg. Schlimm ist, wenn ich die Taschenlampe ausmache, sehe ich nichts, gar nichts. Weil das Spiel so extrem verdammt kackeldunkel ist. Dass man auch nichts machen kann. Falsche Richtung, was? Jetzt kommt er gleich wieder irgendwo. Ich bin der Slenderman. Seh mich an, ich kann aus jeder Ecke kommen. Du kannst nichts machen. Scheiß Rastergrafik. At least my fellow Jordana. Ich bin schon wieder falsch gelaufen. Glaube ich zumindest. Ey, wo geht's denn hier lang? Ist das die Sommel? Richardson Sommel, da muss ich aber hier lang gehen. Oh! Das ist es eben! Das meine ich! Ich habe nichts falsch gemacht! Ich bin ganz normal gelaufen! Wie soll man dieser dreckigen Gesichtshure denn ausweichen können? Dieses Pennergesicht, ey! Dafür hasse ich dieses Spiel! Man kann ja nichts machen! Toll, ein Auto. Raschel, raschel, raschel mal schön rum. Alte Zackgesicht. Ich hab die Taschenlampe. Wieso zur Hölle? Ich kapier's nicht. Immer auf dem Weg bleiben. Oh, ja, atme ruhig. Sei außer Puste. Eierhals.
Gott, regt mich das gerade auf. Da ist die Sommel, aber man darf nicht durch den Wald. Immer schön rennen. Slenderman ist hinter mir. Hä? Ja, ist doch gut. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Kacke. Wo war denn dieses Kackschild? Das ergibt doch alles keinen Sinn mehr. Halt doch mal ein bisschen länger durch. Oh, du bist so ein Schinken, ey. Da. Jawohl. Die Richards Sohn Sägemühle. Halt's Maul. Da ist eine Axt. Ich hau dir oben Kopf. Bringt mir nichts. Ich kann ja überhaupt nichts machen. Halt's Maul, Scheißgesicht. Eierhals. Ich geh jetzt hier lang. So. Aber das ist die Kacke von der anderen Seite nur. Was soll ich denn hier machen? Mann, ey! Ich hab keinen Bock mehr auf die Kacke! Oh. Was stand denn da? I'm going to summon some kind of weapon or the chainsaw at least. I will kill that abomination if it's the last thing I ever do. Ja. Tolle Karte. Dann mach mal. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Gibt's überhaupt irgendwie irgendwas, was er machen kann? Chainsaw. Ja, ich habe die Chainsaw gefunden. Ah, so lang muss es gehen, okay. Haben wir doch alles schon ein Stück weit schön. War das bitte? Aha. Kann ich hier was machen? Nö, kann ich nicht. Kann ich hier was machen? Kann ich auch nicht. Ich könnte ihn theoretisch hier einsperren. Bären oder was? Ach, guck mal da unten. Aha. Das ist ja Knufte. Und nun? I need some blood. Oh, da krieg ich aber nicht runter, du. Hab ich Angst. Hab einen Schlanken im Hals. Einen ganz schlanken. Verdammt. Alter, halt's Maul. Mach mir keine Angst. Fuel. I find some fuel. I find some fuel. Das ist schön. Hoffentlich kommt der Slenderman hier nicht. Sonst schreie ich einmal ganz laut auf. He's inside. Schön. Das freut mich doch zu hören. So, der Generator läuft. Was auch immer ich jetzt damit machen kann. Ich denke mal, irgendwas anknipsen. Jaha. Ich habe eine Batterie und ein Zettel. The map shows where the key is. House. Ja. Jetzt noch immer die ganzen Sachen weg. Na, das ist ja Knufte. Och nö, ey. Key. Nur für was ist der Key da? Das heißt, die Sommel ist hier. Das heißt, ich muss nach links. Und dann bin ich auch schon da. Einmal raus, links und, kein Plan. Ah, dafür ist dann der Schlüssel. Oh, ist das ein dreckiges Spiel ohne Witz? Jetzt langsam regt es mich voll auf. So ein unnötiges Hin- und Hergeschicke. Was? Was war denn das jetzt? Das ist ja gemein. Da ist er. Ich muss also rennen. Ich renne mal in den Keller. Scheiße ist. Ich muss hier raus. Aber man kann ja nicht wirklich viel rennen. Goddammit, I can't stand noises in my head. Bla. Als Kinder allem.
Der Hammer liegt auf dem Boden. Ich hatte dem Slenderman eins voll mit dem Hammer richtig in die Breitseite zu geben. So richtig, boah, Hammer Smashed Face aus dem Bild geschmissen. Bis er blutet. Nee. Warum denn auch? Hier lang? Dann müsste da das Haus doch sein. Und jetzt rechts. So, irgendwie war das doch, ne? Da, da, da. I want to be... ein Teddybär, ein Glücksbärchi. Ich will so gerne ein Glücksbärchi sein. Renn doch mal, Mann! Alter, was ist das denn für eine Fotze? Sorry, wegen der Wortwahl. Boah, halt's Maul! Ich hasse dich! Mann! Ich hasse Slenderman. Frau Castell, jetzt habe ich hier wieder rausrennen. Oh, seht mich an, ich trage einen Anzug. Ich bin was Besseres als wie du sein tust. I can't stand still. Ich habe Angst vor einem Mann mit weißem Gesicht. Oh Mann, ey. So ein dreckiger Scheiß. Und der Typ kann nicht rennen, Mann. Ey, ohne Witz. Ich hasse es in Spielen, wenn man nicht rennen kann. Hoppel, 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 ich bin ein Häschen. Außer Atem. Aber wie kurz der nur rennen kann. Ey, da kann ja selbst ich länger rennen. Und ich bin schon echt nicht der Sportlichste, verdammt. Das Spiel fängt so gut an. Dann schickt es mich nur von A nach Z. Um Y zu kriegen. Da hab ich keinen Bock drauf auf so eine Kacke. So ein unnötiges in die Länge gezieher. Ich hab mich verlaufen. Scheiße. Kacke ficken. Bumsen Arschloch. Scheiße, falsches Haus. Da ist er schon wieder, der Pennergesicht. Ich hasse dich, Slenderman. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Stirb. Och, Mann, wieso kann der denn nicht rennen? Ja. Oh. Ich werde gerade richtig aggressiv. So eine Kacke, richt mal auf. Richt mal verdammt Gewalt hier auf, richt mal, Leute. Ich brüllte doch wenigstens ein bisschen... ein bisschen Friede, ein bisschen Freude. Jetzt nimm den Schlüssel und verzieh dich, Pennergesicht. Oh Mann, ey. So ein Kack. Und ich wette, er steht gleich wieder hinter mir. Ich habe Tentakel. Willst du mal damit spielen? Eiergesicht, ey. Ich kann sowas nicht leiden. Wenn man keine Chance hat, irgendwie zu entkommen. Nur weil er so ein Eierhals ist. Das Russengesicht. Nichts gegen Russen. Aber der riecht mir halt auf. Oh, dieses ständige Stoppel. Bin doch kein Kaninchen. Hüpf, 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 hüpf. Ahaha. Hüpf, 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 hüpf. Oh, hüpf, 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 hüpf. Juhu. Oh Mann, ey, jetzt renn doch mal. Du ekelhafte Drecksau. Das aufregt. Rein da. So, jetzt aber zwei. Ja, genau. Wie kann man etwas noch beschissener gestalten? Man macht gruselige Wände. Don't hide. Er kriegt mich ja eh. Just run. Wie denn? Die Fotze kann doch nicht rennen. Sorry für diese schlechte Wortwahl. Aber mich regt's halt auf. Ja, ich guck schon nicht nach hinten. Oh Mann! Mann! Erschreck mich nicht! Was ist denn das hier? What the fuck? Das ist cool. Aber was ist das da oben? Ey, meine Maus klebt schon wieder. Ganz kleinen Augenblick. Ich muss kurz meine Maus reinigen. Das nervt mich gerade ein bisschen. Und meine Hände auch. Die kleben auch. Ich klebe am ganzen Körper. Ich bin ein klebriges Etwas. Pistolas! Hahaha.
Jetzt geht's dir an den Kragen, Slenderman! Endlich habe ich ihn tot. Jetzt kann ich entkommen, nur wohin? Habe ich eine Karte? Nein, habe ich nicht. Ich gehe einfach mal den Weg hier lang. Dudai, dudai. Ich gehe einfach mal den Weg hier lang. Dudai, dudai, dei. Was geht denn jetzt ab? Wo muss ich denn hin? Das ist der falsche Weg. Da geht's nach Hause, würde ich sagen, oder? Ja. So. Ach, jetzt lauf doch mal anständig. Underground Tunnels, da muss ich nicht lang. Wo war denn jetzt hier das Häuschen? Da lang, oder? Ich komme da immer noch nicht rein. Oh! What the fuck? Ist aber noch nicht zu Ende, oder? Nee, ist noch nicht zu Ende. Ich habe auch keinen Plan, wo ich hin muss. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Hallo. Ich hoffe, aber jetzt mal da lang. Also dann von der Idee. Hey, Penner. Bam. Habe ich ihn erwischt. Da 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 da. Habe ich ihn erwischt. Da 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 da. Das finde ich ja gut. Auf meine Weise. Auch Licht. Das habe ich jetzt auch. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ich weiß nur, dass ich ihn irgendwie umballern muss. Boah. Geiler Scheiß. Was ist denn jetzt los? Ah. Steht da was drauf auf dem Schild? Ne, ist so ein komisches Schild. Wunderbar, ich hab's geschafft, Leute. Slenderman ist tot. Ich habe ihn besiegt. Auf eine ganz ehrliche Art und Weise. Mit einer Pistole direkt in sein hässliches Gesicht geschossen. Wunderbar, ey, wunderbar. Dieses Spiel hat mich aber auch aufgeregt. Entschuldigt meine etwas böse Wortwahl. Schneid dich raus. Standardspruch. Nein, ich bin eigentlich nicht so ein Typ, der so Wörter verwendet, aber wenn ich mal aggressiv werde oder so. Er hat mich gerade aufgeregt. Ohne Scheiß, der kam ja ständig hinter mir. Konnte ja nichts machen. Trotzdem ist das Spiel insgesamt immer noch besser als 8 Pages. Find ich. Wieso kann ich mich nicht mehr bewegen? Was? 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 Wo? 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 Was? Nein, hey! Was? What the fuck? Okay. I try to move my arm and there's no feeling. And when I look, I see there's nothing there. Something warm is flowing down my fingers. Pain is flowing all through my back. Life is flowing out my body. Pain is flowing out with my blood. The ground is red and moist where I'm lying. God in heaven, teach me how to die. Slender's Woods. Wow. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass es mehr als nur einen Schlendermann gibt. Das ist so eine ganz kleine Gruppe, so eine Kommune. Die rennen aber durch den Wald, so in Kostüm und sagen, komm, wir erschrecken mal so ein paar Leute. Und einer davon geht zu weit und bringt immer alle um. Gibt es so eine Gruppe? Wie heißt der Film hier? Eden Lake, kennt ihr den? Absolut geiler Film. Einfach mal um auf ein ähnliches Thema mit Wald und Gruppe zu kommen. Fand ich richtig gut, den Film, muss ich sagen. Das Spiel hier auch ist okay. Fand ich besser, wie gesagt, als viele andere Slender-Spiele. Ein bisschen aufgeregt hat es mich schon. Immer dieses von A nach B, von B nach Z.
unnötig in die Länge gezogen, hätte man anders verpacken können. Ging halt dann auch total auf die Nerven, weil der Slenderman permanent auf einmal... Hallo, ich bin hinter dir. Ich möchte mit Ihnen über Gott sprechen. Oder er will eine Mods verkaufen. Also, Straßenfeger. Also, ich weiß ja nicht, wie bei euch die Penner-Zeitung heißen. Die immer durch die Bahn rennen. Bei uns gibt es Straßenfeger und Mods. Ja. Danke zurück. Also, liebe Leute, ich esse noch ein paar Salzstangen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann ein andermal. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, trotz meiner kleinen Ausbrüche. Erstmal strecken. Ja. Und wir sehen uns dann bei einem anderen Projekt. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch weiterhin viel Spaß. Und verabschiede mich hier. Auf bald, auf dann, auf Wiedersehen. Tschüssikowski.